Uiuiui, da hat wohl jemand ein Fitnessdefizit. Aha. Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play The Sims. Ja, Miri steht vor ihrem leeren Grundstück, ist trotzdem energiegeladen. Gar kein Problem. Oh, und sie hat gleich jemanden zum Quatschen erspäht. Oh, wen haben wir denn da? Da haben wir doch jemanden. Wie wäre es denn mal, wenn wir uns da mal ganz, ganz schnell vorstellen? Und zwar ganz freundlich. Sie immer gleich mit ihren Herzen. Ich weiß nicht. Ich habe sie doch nicht zur Nymphomanin gemacht. Aber wirklich jeden, den sie anspricht, erstmal ein Herzchen über den Kopf. Na, 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 na. Und? Wo will sie denn jetzt hin? Miri! Was? Hä? Ich raff's nicht. Miri, was tust du? Kann es sein, dass das sein Ziel ist? Das. Oh! Oh, guck mal, wen du da triffst! Nein! Oh, hi, Martin! Hey, Martin! Ich freue mich, dich zu sehen! Hey, wie geht's dir denn so? Jetzt mal einen Hüftstoß geben. Na? Wow, Kumpel! Ich freue mich, dich hier zu sehen! Na? Wie ist es dir gegangen? Du siehst viel besser aus als die Tage. Ha? Umzugsstress hinter dich gebracht, ja? Ja, die gute Stimmung, die kommt jetzt echt wie geflogen. Und nachdem ich den ganzen Müll rausgebracht habe, fange ich einfach an, den ganzen Müll auch aus meinem Leben rauszukehren. Na und? Bist du deinem Ziel, einen Computer zu kaufen, schon näher gekommen? Und wie steht's mit der Kunst? Ach, ich bin Martin, weißt du? Hey, es wird mir alles schon noch von der Hand gehen. Und jetzt, wo ich jemanden kenne wie dich? Hey, ja geil, ein Foto, ja gerne. Hey, ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Macht echt Spaß, mit dir abzuhängen. Hey, Martin, du vergisst hier gerade dein Essen irgendwie. Oh, okay. Martin hat sich jetzt einfach was anderes genommen. Was gibt's denn da? Würstchen und Bohnen von ausgezeichneter Qualität. Na, ob wir denn da vielleicht auch was nehmen können? Wer hat es denn gemacht? Vanessa Jakob. Hey, ist es okay, wenn ich mir auch was von den Würstchen nehme? Ja? Ja, du bist ja gerne eingeladen. Hey, super. Mmh. Ah, wie die riechen. Oh nein, müssen sie sich denn unbedingt schon wieder über Vampire unterhalten? Das ist ja unglaublich. Okay, genau. Ist deine Würstchen? Also besser kann man sich ja nicht durchschnurren als hier im Park. Ist ja witzig. Außerdem hast du hier nette Gesprächspartner. Nicht zuletzt hier unseren Martin. Oh, je. Was soll denn das hier, ha? Hey, Martin. Hast du gehört? Es soll hier ja Vampire geben. Ganz ehrlich, ich mag keine Vampire. Und du? Nee, was ich mag, ist Fast Food, weißt du? Also Fast Food, das mag der Martin echt gern, weißt du? Aber die Würstchen hier, die riechen doch auch gut, oder? Erzähl mir doch mal was von deiner Kunst, hä? Genau, unterhaltet euch einfach mal. Es wäre schön, wenn ihr euer Beziehung zueinander ein bisschen festigt und vertieft. Vielleicht führen wir sogar eine tiefgründige Unterhaltung, auch wenn das natürlich nicht so einfach ist, wenn hier so viele Leute drumherum stehen und eventuell auch alle rumlabern. Kann das sein? Was ist das hier? Hergestellt von Nilesh Trivedi. Aha, das ist der. Der hat sich jetzt aber auch einfach Nuss genommen. Nicht schlecht. Lektion gesellig. Miri ist gesellig. Gesellige Sims müssen häufiger Kontakte knüpfen, werden dadurch aber emotional gefestigt. Oh ja, wir werden sicherlich eine emotionale Festigung mit Martin erfahren. Hoffe ich zumindest. Ach, das ist ja schön. Und lass uns mal vom... Uppala! Also das... Wow! Ach so, das liegt an den Bohnen. An den Bohnen- und Würstchengericht. Okay, ich dachte schon, die sind alle so drauf wie Miri. Bei Miri passiert das da ja doch ziemlich oft. So, was haben wir denn sonst noch so? Wir können mal über Interessen reden. Vielleicht erfahren wir etwas über Martin. Was? Warum willst du denn weg? Ha? Nein, nein, nein. Geh mal nicht weg, wobei... Ach so, du hast ein ganz...
Hier pupst es an allen Ecken und Enden. Geh mal hier rüber, wir haben ja hier eine Toilette. Dann benutzte die. Vielleicht bleibt Martin ja noch ein bisschen im Park. Ansonsten können wir ihn ja auch noch mal besuchen gehen. Oder wir laden ihn mal ein, etwas zu unternehmen. Miri hat ja schließlich den lieben langen Tag Zeit. So, Miri, komm mal hierher. Sie ist doch auf dem Weg, oder? Miri? Miri? Was? Wo ist sie hin? Ach krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Und sie hat ein Problem. Wie machen wir das jetzt? Martin ist noch da. Martin soll aber nicht mitbekommen, dass wir keine Wohnung haben. Martin geht aber gerade. Ich glaube, du kannst dich wieder hier zurück in den Park begeben, Miri, und dich hier auf die Parkbank legen. Ich glaube, es besteht keine Gefahr, dass Martin mitbekommt, dass du hier schläfst. Ist ja großartig. Jetzt müssen meine Nachbarn mit dem Klopfen anfangen. Ich hoffe, ihr hört das nicht so dolle. Manchmal nehmen Mikrofone dieses dumpfe Klopfen ja gar nicht auf. Wo ist sie? Da ist sie. Genau. Wir müssen die Energie wieder raufkriegen. Du hast zwar dich wunderbar unterhalten, du hast dich auch satt gegessen, aber ein Nickerchen musst du hier leider doch machen. Ach nee. Kann das sein, dass du beiden Geschlechtern zugetan bist, Miri, ha? Egal, ob du Männlein oder Weiblein siehst, du bist ziemlich schnell kokett und denkst auch gleich, wenn du eine Frau siehst, an ein Techtelmechtel. Richtig, Energie ist gut. Oh, Martin will was machen. Eins meiner liebsten Festivals in der Stadt. Lass uns zum Gewürzfestival gehen und ein paar Sachen probieren. Oh, ja, gerne. Ja, gerne. Gewürzfestival. Ich weiß zwar nicht, ob Miri da was kaufen will. Sie hat schließlich kein Geld. Wir könnten aber noch etwas aus ihrem Inventar verkaufen. Wir dürften ja noch einen ziemlich guten Frosch haben. Also, einen ziemlich teuren Frosch haben, den wir einiges anfangen können. Ach, das freut mich aber. Nachdem wir Martin das erste Mal zufällig gesehen haben und dann ihn benutzen mussten, mehr oder weniger, um bei ihm mal zur Toilette zu gehen, ist das tatsächlich momentan die beste Beziehung, die wir haben. Und da haben sich natürlich auch zwei gefunden. Der ewige Trauerkloß, den wir so vielleicht ein bisschen rausreißen können. Martin! Oh ja, erzähl dir mal einen schmutzigen Witz. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Also, weißt du? Und die Unterhose und dann das Braune. Und er fand's lustig. Lustig genug auf jeden Fall für ein Plus in der Beziehung. Das ist gut. Martin macht sogar mit. Ach, sehr schön. Sie ist inspiriert. Sie hat ja keinen Beruf. Insofern kann uns das beruflich nicht weiterbringen, inspiriert zu sein. Ja, unsere beste Beziehung ist und bleibt Martin. Jetzt schauen wir mal, damit wir irgendwas auf dem Gewürzfestival kaufen können und Martin nicht merkt, dass wir einfach absolut pleite eigentlich sind, verkaufen wir mal was. Allerdings vielleicht nicht gerade sowas Teures. Der Rubin. 30 Simoleons ist gut. Wenn man als Sim durch die Gegend rennt und sagt, hey, ich habe einen Fuffi dabei, dann denke ich, ist das völlig okay. Was? Ich bin doch mit dir gekommen, um aufs Gewürzfestival zu gehen. Hi, ich bin gerade flüssig und du bist auch ein ganz Flüssiger, denke ich. Und hast du was Leckeres für mich? Ja, machst du mir einen leckeren Cocktail? Oh, Miri geht aber ran, hä? Ja, ist doch kein Problem. Ich hab Kohle für dich. Gar kein Ding. Scharfe Speisen essen. Oh, es gibt sogar eine... Ach du Schande. Warum geht's jetzt hier nicht weiter? Oh, stürzt mein Spiel gerade ab. Mal gucken, ob es jetzt noch weitergeht. Das wäre schade, weil ich es nämlich nicht gespeichert habe. Bitte stürz nicht ab. Ah, da sind wir wieder. Gott sei Dank. Uiuiui, ich dachte schon, es ist abgeschmiert. Sehr schön. Was trinkst du denn hier gerade eigentlich? Was trinkst du? Kann ich mir das überhaupt so anzeigen lassen, was das ist für ein Getränk? Genau. Immer schön schütteln, habe ich gehört. Oh. Ich hab schon so lange nicht... Was? Martin, oh Gott! Ach du Schande.
Oh Gott. Obwohl es sich nicht so anhört, als würde er das zum ersten Mal machen, oder, Miri? Willst du vielleicht mal hier hingehen und dir die Karaoke von Martin ansehen? Also ich meine, mitgehangen, mitgefangen, oder? Ja, feuer ihn ruhig an. Ja, das hört sich gar nicht schlecht an, Martin. Wow, ganz super. Können wir ihn irgendwie zu nennen? Wow, oder wir können mitmachen. Also wenn schon, denn schon, ne? Nicht? Können Sie nicht Karaoke machen? Moment. Ach so. Man kann aber auch ein Duett singen. Ich fürchte allerdings, dass Miri noch schlechter ist als Martin. Der hat wenigstens schon mal auf der Straße geübt. Lass uns ein Duett singen. Ja? Country, meinetwegen. Mit... Nein! Doch nicht mit ihm! Ich will mit Martin ein Duett singen. Geht es nicht? Oh Gott. Hey, Martin! Du hast auch mal klein angefangen. Sie hat ja gerade erst die Singfähigkeit erworben. Aber ist nicht allzu schlecht. Okay, okay. Ein bisschen schwach auf der Brust vielleicht. Kann ich nicht mit ihm zusammen singen? Das muss doch irgendwo gehen. Duett singen, Country. Echt? Nur mit ihm? Oh. Kann es sein, dass einfach Martin vielleicht einen anderen Musikgeschmack hat? Also wenn das die Beziehung nicht festigt, dann weiß ich es auch nicht. Denn die wird hier gerade schon auf eine ganz schön harte Probe gestellt. Hey, ist gar nicht mal so schlecht. Du rockst, ey. Mit ein bisschen mehr Übung würde ich echt sagen, du kriegst es hin. Oha. Ich glaube, der Barkeeper war der Einzige, der ihr so richtig zugejubelt hat. Ah, sie will jetzt mit ihm ein Duett singen. Okay. Und sie hat sich noch einen Cocktail bestellt. Für 21 Simoleons. Du verbrätst das Geld hier aber echt ohne Ende. Okay, ich würde sagen, wo ist Martin? Martin fängt nochmal an. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ich finde, Miri hat sich gar nicht schlecht geschlagen und ist tatsächlich sogar einen kleinen Ticken besser als Martin. Oh, ich freue mich ab, Leute. Aber voller Inbrunst. Wollen wir ihn mal anfeuern? Karaoke ansehen. Ich meine jetzt, hast du sowieso deinen letzten Simoleon bald schon ausgegeben hierfür? Guck mal. Wow. Oh nein, und sie ist müde. Leg dich bloß nicht hier direkt hin. Also ich bin da wieder sauer. Oh, geht sie nicht gut? Oh nein, Miri sagt nicht, du bist krank. Oh oh. Ach, sie ist angetrunken, kann es sein? Fühlt sich unwohl, sie ist müde. Sie ist, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, vielleicht wollen wir Martin noch mal ein bisschen besser kennenlernen, ha? Huh? Ha? Was hat denn der so rumgehehlt? Ja, also an Musik, weißt du, mag ich Popmusik und so. Und das, was du gerade gesungen hast, war auch voll korrekt. Und du magst Essen, habe ich recht? Ich mag Essen auch. Und Malerei magst du. Hast du die Sonne schon mal gemalt? Ich habe gehört, man braucht dafür total viele Gelb- und Rottöne. Bist du eigentlich schon mal mit dem Flugzeug geflogen? Also, ich meine, bist du vielleicht mit dem Flugzeug geflogen, als du hierher gezogen bist? Oh Mann, verdammte Hacke. Ich hab ganz schön... Was? Oh Mann, Fledermäuse. Ach nee, erzähl doch nicht sowas. Alle Leute erzählen von Fledermäusen. Ich hab so Schiss vor Vampiren. Okay, was ist mit Martin? Wie ist der so drauf? Oh wei, oh wei, oh nein. Miri. Ganz im Ernst? Oh Gott. Oh, shit. Ich weiß, sie ist voll schlimm.
Oh Gott, er sitzt nur noch aus Höflichkeit hier. Wie seltsam, die Musik ist sehr leise, oder? Vertue ich mich da gerade? Oh nein, er findet mich voll schlimm. Wir haben nicht mehr viel Zeit übrigens, ne? Glaube ich, um eine scharfe Speise zu probieren. Aber mutig, mutig, Miri. Macht sich jetzt gerade ziemlich nackig. Ist das deine Taktik, um den Martin irgendwie für dich zu gewinnen als Liebhaber? Ich meine, Miri kann es ja nicht wissen, aber ich fürchte, Martin wird nicht auf deine Avancen eingehen. Oh, Kim Dola, würde ich auch sagen. Vielleicht gucken wir nochmal, dass wir hier eine scharfe Speise probieren. Ist es hier? Oha, dass wir wenigstens von dem Fest auch noch was mitgenommen haben. Guckt euch das mal an. Was haben wir denn da? Bei Curry-Herausforderungen mitmachen? Also so ganz kurz vor Schluss? Sie muss zum Klo, na herrlich. Und sag bloß, Martin singt jetzt noch. Nee, Martin ist jetzt ganz alleine. Miri ist zur Toilette gegangen. Das ist auch ganz wichtig. Und wir müssen auch dringend wieder schlafen. Vielleicht lassen wir das mit der Curry-Herausforderung lieber. Genau. Toilettengang sind wir fertig. Hier gibt es leider keine Duschen, aber ist auch kein Wunder. Und verabschieden uns von Martin. Ha? Martin, also vielleicht treffen wir uns die Tage nochmal wieder. Fotos teilen, tratschen, nach dem Tag fragen. Ich würde sagen, wir gehen einfach. Unterhalten uns jetzt nicht mehr großartig hier. Bestellen keine Getränke mehr, Miri, du hast kein Geld mehr. Sondern fahren zurück nach Hause. Ha? Wartet mal, wie macht man das denn jetzt nochmal? Ah, so genau, vorzeitig wenden, ganz genau. Ah, daran sieht man mal wieder, dass ich mich tatsächlich noch nicht mit den ganzen Mechaniken so auskenne. So, ab zurück nach Hause mit dir. Ich denke, Martin wird auch nach Hause gehen. Der muss eh auch zu Tür. Was? Hä? Martin, was machst du? Oh, kann es sein, dass der liebe Martin noch was vorhat heute Nacht? Ich meine, ist eigentlich nicht so nett, ihn hier zu bespannen. Aber dass er noch irgendwas vorhat? Och, Miri. Haben wir hier vielleicht eine Parkbank? Hä? Nee, weit und breit keine Möglichkeit für Miri. Hier ist eine... Nee, war auch keine Parkbank. Habe ich mich verguckt? Nee, keine Parkbank. Hier gibt es eine Parkbank, aber sie ist eher auf dem Weg nach Hause. Dann kriegt das der Martin auch nicht mit, weil wenn der sich jetzt hier noch rumtreibt, ne, auf dem Fest weiterhin... Tatsache! Jetzt macht er das ganz alleine. Mich erst hier abschleppen zum Karaoke und jetzt macht er hier die ganzen Herausforderungen hier alleine. Na, 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 Martin, das ist aber nicht die feine englische Art. Ob er das der Miri vielleicht nicht zugetraut hat? Ja, wer weiß, wer weiß. Zurück im Hass-Asphalt-Domizil, ganz genau. So, dann gucken wir mal, dass wir uns jetzt hier wieder auf unsere Standardbank legen. Leider gibt es ja wohl bei den Bänken keine mit besonders hoher Regeneration in Sachen Energie. Das wäre auch cool. Das wäre echt was für die obdachlosen Sims. Nein. Okay, Miri wird jetzt die Nacht wegschlafen. Ich denke, wenn wir eine ganze Nacht schlafen, also immer so in 4-Stunden-Rhythmus, eventuell tatsächlich mal 12 Stunden schaffen. Es zwingt sie ja niemand aufzustehen. Irgendwann wird die Sonne sie vielleicht wecken, aber ansonsten hat sie ja keine Verpflichtungen, außer jetzt mal wieder irgendetwas zu tun, um an Geld zu kommen. Oh, fühlt sich unwohl. Warum? Weil du Hunger hast. Nee, ich würde aber sagen, der Hunger ist noch nicht so groß. Geh lieber erstmal. Ja, und bist verdammt scheiße. Die Hygiene lässt auch zu wünschen übrig. Ja, ja. Mach erstmal noch ein Nickerchen. Wenn du ausgeruht bist, kannst du nochmal ins Fitnessstudio gehen. Ah, komm, einmal geht noch. Ach, komm, ist nicht schlimm. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, die Leute stinken alle. Mach noch ein Nickerchen. Alles ist gut. Dann gehst du halt im Fitnessstudio. Oh nein, jetzt miefelt sie aber so richtig. Alles gut. Oh je, oh je, ich glaube, ich habe eine Dusche nötig. Aha. Dann reiste mal, aber bitte alleine. Soll ja insbesondere... Oh, oh.
Die Zähne muss ich mir auch wieder putzen. Oh Gott, wenn ich mir das vorstelle. So, wir gehen diesmal vielleicht in ein anderes Fitnessstudio. Was haltet ihr denn davon? Wie wär's denn mal mit Willow Creek? Haben wir da ein Fitnessstudio? Oh ja, genau. Um ein paar andere Leute kennenzulernen. Außerdem ist das Fitnessstudio vielleicht ein bisschen besser sortiert als das andere Fitnessstudio, in dem wir gewesen sind. Denn da waren ja alle Sachen auf so unterschiedlichen Ebenen verteilt. Hat es doch ziemlich lange gedauert, nur alleine, um zu einem Mülleimer zu kommen. Okay, ach, dieses Fitnessstudio kenne ich sogar. Da sind meine Mods schon mal gewesen. Hier haben wir unten den ganzen Fitnessbereich. Und ich denke mal, alles andere ist oben. Richtig, die Bar ist oben. Oh, aber hier kann man sich dafür kein Essen kochen. Ach, naja, gut. Dann nimm erst einmal eine nachdenkliche Dusche. Miri kann es durchaus gebrauchen. Oh, aber die haben hier sehr angenehme Möglichkeiten zum Schlafen und sich auszuruhen. Das ist ja toll. Aber sie kann auf jeden Fall mal darüber nachdenken, wie es in Zukunft für sie weitergehen soll. Ach, ja. Ist halt nicht so einfach, zu meinen Eltern zurückzugehen. Ich schäme mich so. Und außerdem, sie haben recht gehabt. Sie haben immer gesagt, er ist nicht der richtige Umgang für mich, der Andy, aber... Ach Mann, verdammt! Ich war so glücklich mit ihm und jetzt habe ich den Salat. Gleich in doppelter Hinsicht, wie ich fürchte. Ich traue mich einfach nicht, zu ihnen zurückzugehen. Ich brauche einen Plan. Aber ich weiß noch nicht, welchen. Momentan habe ich einfach nicht mal die Zeit dazu, richtig darüber nachzudenken, was ich tun soll. Es ist richtig schwer, am Leben zu bleiben. Ja, da kannst du von Glück sagen, dass du dem Tod noch nicht begegnet bist, ha? Mit der Dusche sind wir gleich fertig, dann können wir mal beim Obst zugreifen, oder? Oh, das geht gar nicht. Man kann hier nicht beim Obst zugreifen. Gibt es denn hier noch eine Möglichkeit, sich was zu kochen? Oh, auch nicht. Oh, verdammt, der Hunger beißt sehr. Essen! Ich weiß. Gibt's denn, das ist ein Nachtclub? Aha. Ja, gut, gut. Gibt's hier wenigstens einen Grill? Irgendwo einen Grill? Da gibt's einen Grill. Alles gut. Kräuterheilmittel grillen. Nie. Aber du könntest zumindest schon mal hier in den Park gehen. Da kannst du dir dann was zu essen machen. Geduscht bist du und inspiriert dabei. Die werden aber nicht bei jeder Art Dusche inspiriert, ne? Und gibt es eigentlich hier noch einen anderen Ausgang? Wo ist sie denn jetzt? Schon auf dem Weg raus? Oh, wo ist Miri? Da, Miri läuft zum Grill. Alles gut. Alles gut. Oh. Apfelbaum, ein wilder Apfelbaum. Oh, den solltest du dir auf jeden Fall mal warm halten hier. In diesem Park gibt es einen Apfelbaum, einen wilden, der Äpfel hervorbringt. Ziemlich klein, muss ich sagen, aber okay. Können wir denn da schon was machen? Wir können es ihn ansehen. Oh, wie gerne würde ich jetzt einen Apfel essen, aber ich habe keinen. Um den allergrößten Hunger zu stillen, können wir doch, glaube ich, die Erdbeeren essen, wenn die noch gut sind. Erdbeere essen. Zwei Stück. Nummer eins und Nummer zwei. Das hat jetzt nicht so viel getan, ne? Okay. Dann angel doch was. Dann angel doch was und dann würde ich sagen, verkaufst du den oder die Fische. Ich hoffe, du angelst zwei Stück. Das dürfte eigentlich dann ganz gut hinhauen. Wie gesagt, ich finde einfach, dass hier sowas wie so ein Sonnenuferruferfrosch, auch wenn ihr mir gesagt habt, dass es halt ein seltener Frosch ist und dass der deswegen so viel wert ist und dass es mitnichten normal ist, dass die Sims so seltene und so teure Frösche finden. Insofern, okay, das Tränium ist mir ehrlich gesagt auch viel zu teuer. Wie gesagt, hier der Buntbarsch, den können wir eigentlich sofort mal hier verkaufen. Da wir eh keine Pfanne haben, um ihn uns zu machen. Vielleicht fängst du jetzt gleich noch einen anderen Fisch. Du würdest ja gerne ein Instrument kaufen, weil du inspiriert bist. Nee, tut mir leid. Das kannst du dir nicht leisten. Wobei du natürlich versuchen könntest, ob du... Wow, was ist denn das?
Ein Thunfisch. Vollkommen gewöhnlich. Frische ausgezeichnet. Ein guter Fang, aber er ist leider nichts wert. Oh oh. Das gibt's also auch, ja? Na gut, aber für die 15 Simoleons kann sie sich auf jeden Fall wieder irgendetwas braten. Alles gut. Der Hunger geht gerade. Man kann leider gar nicht absehen, wann so ein Angelvorgang hier beendet ist, ne? Na, komm schon. Und? Oh, ein sehr kleiner Fisch. Aber was für einer? Einen Fang gemacht. Eine Elritze. Na gut, aber die Elritze... Warte, wo war die? Da ist sie. Die Elritze mit 5 Simoleons ist super. Die verkaufen wir gleich mal. Zack. Weg damit. Irgendjemand am Straßenrand wird sie schon kaufen. Dann würde ich sagen, brechen wir auch das Angeln ab, machen uns nochmal was zu essen oder laden uns hier ein. Wer ist denn das? Nochmal die Vanessa Jakob. Vielleicht erstmal ganz kurz freundlich vorstellen. Ganz freundlich natürlich, wir wollen ja schließlich was von ihr. Dann schnurren wir uns hier durch. Juhu, Vanessa, guten Tag. Dich hier wiederzusehen ist schön. Hey, schon wieder am Essen kochen? Kann es sein, dass du eine richtig leidenschaftliche Grillerin bist? Oh, sie hat dir nicht viel zu sagen, ha? Aber sie hat dir anscheinend eine Kartoffel angeboten. Ofenkartoffeln, normale Qualität. Egal. Ach, der Park ist genial, um sich durchzuschnorren. Okay, Miri, dann genießt du deine Ofenkartoffel. Genieß deine Unterhaltung mit der koketten Vanessa. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst wieder bei Die Sims 4 mit Miri und Martin. Macht's gut, ihr Lieben.